Das Speedway-Videoteam Austria begrüßt Sie recht herzlich zu einem Rennen ganz besonderer Art. Wir sind hier in Neustadt an der Donau und ein ganz großer des Speedway-Sports gibt hier sein Abschiedsrennen. Wir sehen ihn hier im Bild mit seiner Familie. Es ist dies der tschechische Fahrer Jiří Štancl. Hier angesagt haben und ihren Kameraden Jiří Štancl das letzte Mal die Ehre geben. Mit ihm das letzte Mal an die Startbänder rollen. Der frisch gebackene Sandbahnweltmeister Karl Mayer ist einer dieser Cracks. Der Vertreter aus Österreich ist hier zu sehen. Es ist unser Nachwuchsfahrer Andi Bösner. Betreut wird er von seinem sicher allseits bekannten Vater Bubi Bösner. Der tschechische Fahrer Schneiderwind sitzt hier in seiner Box. Und auch der dreifache heurige Weltmeister Hans Nielsen gibt sich die Ehre. Und hier bekommt Hans Nielsen von seinen Fans ein kleines Päckchen überreicht. Und er ist natürlich neugierig und will sofort nachsehen, was sich darin verbirgt. Dürfte als Naschkatze bekannt sein, denn es ist Schokolade im Päckchen und sie schmeckt ihn sicher ausgezeichnet nach seiner Geste. Und großzügig verteilt er sofort an seine Fans. Und auch der Brite Simon Wick hat sich bereit gefunden, an diesem Rennen teilzunehmen. Das Fahrerlager konnten wir beobachten. Die Stimmung war locker, ausgelassen. Es lastet keine Spannung über den Fahrern. Und so sollte eigentlich immer die Stimmung bei einem Speedway-Rennen sein. You do something for the audience, for the spectators. Does that mean you can do wheelies? No, you can. That's up to you. That's up to you. That's up to you. So we won't get excluded by it. Würde sagen, drei Runden für die Zuschauer und eine Runde. Well, Wait. Oui. Oh, Olli, mit Willi dann, weil es ist ein Kühlschrank. Okay, Willi, Willi. Willi, Willi. Many Brüder. On the end. Yeah, 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 banging. On the finish line. On the finish line. Okay, yeah, okay. Not more. Yeah? Nicht mehr. Okay? Also durchs Ziel okay. Nun kommen wir zum offiziellen Beginn der Fahrervorstellung. Als erstes werden natürlich die Offiziellen eingefahren. An der Spitze der Referee und der Sportkommissar. Der erste Aktive ist der Gastgeber, der hier seinen Abschied gibt. Es ist Jiří Štancl. Des Speedway- und Sandbahnsports. Er ist zweimal Vize-Weltmeister auf der Sandbahn. Er hat fünfmal den Goldhelm von Badobitz gewonnen. Er war Profi in der englischen Liga und hat x Titel seines Landes gewinnen können. Und sein erster Gast ist der österreichische Teilnehmer Andi Bösner. Tschechoslowakei, es ist dies Lubomir Jedek und Schneiderwind. Auf die Bahn. Er ist der heurige
Einzelweltmeister, Paarweltmeister und Mannschaftsweltmeister. Die Teilnehmer aus der Bundesrepublik, Tatzmann und Karl Mayer. Natürlich nicht zu vergessen, Frau Endorfer. Die Teilnehmer aus Schweden kommen hier an, Toni Olsen und Conny Iverson. Giorgio Zaramella haben wir schon hier. Die Vertreter aus Großbritannien, an der Spitze Simon Wick, sowie Neil Collins. Und Alan Rassiter. Und Simon Wick begrüßt hier seinen Speedway-Kollegen auf besondere Art. Beiden USA-Boys konnten es noch rechtzeitig schaffen, zur Fahrervorstellung einzutreffen. Und wir begrüßen Kelly und Joe Moran. Vollzählig angetreten und in Kürze kommen wir zur Laufnummer 1. Zu diesem Lauf kommen an den Start mit roter Helmfarbe der Gastgeber Jiří Štancl. In Blau sehen wir Joe Moran, in Weiß Simon Wick und in Gelb Michael Tatzmann. Štancl, Joe Moran, Simon Wick und Tatzmann. Und Joe Moran hat den besten Start. An zweiter Stelle kann sich Simon Wick setzen und dritter Jiří Štancl. Es ist natürlich klar, dass Jiří Štancl nicht mehr sehr viel riskieren wird bei diesem Rennen. Er möchte doch mit heilen Knochen in die sogenannte Speedway-Pension gehen. Aber er kann sicher nicht lassen und ich habe mit ihm gesprochen und er möchte sich der Nachwuchsförderung widmen. Befindet sich in der letzten Runde in Führung Joe Moran vor Simon Wick und Jiří Štancl. Und an letzter Stelle platziert Michael Tatzmann. Und in dieser Reihenfolge kommen die Fahrer auch durchs Ziel. Es ist schon fantastisch, was dieser kleine Joe Moran hier leistet. Sie sind 5 Minuten vor Rennbeginn eingetroffen, mussten in aller Hast alles ausladen, vorbereiten. Und wie Sie selbst sagten, sind Sie die ganze Nacht mit dem Bus unterwegs gewesen, um eben rechtzeitig hier einzutreffen. Und beide, also Kelly wie Joe, machten einen müden Eindruck. Aber Joey hat natürlich sofort bewiesen, dass er doch fit ist. In Lauf Nummer 2 kommen in den Start. Mit gelber Helmfarbe sehen wir Karl Mayer.
verzeihen Sie, mit gelber Hellfarbe Toni Olsen, in weißer Helmfarbe Lubomir Jedek, in blau Freundorfer und in rot Andi Bösner. Und Toni Olsen setzt sich an die Spitze, gefolgt von Freundorfer. An dritter Stelle ist Jedek. Bösner versucht, den Anschluss zu finden. Und Jedek kann sich näher an Freundorfer heranschieben. Und Sie sehen bei Andi Bösner, wie das Vorderrad springt. Er dürfte einen Defekt an der Gabel haben. Fährt in Lauf Nummer 2 als Sieger über die Ziellinie. An zweiter Stelle Klaus Freundorfer, an dritter Stelle Lubomir Jedek und ohne Punkte Andi Bösner. Kommen wir zu Heat Nummer 3. In Rot sehen wir Schneiderwind, in Blau Ellen Rassiter, in Weiß Giorgio Zaramella und in Gelb Karl Mayer. Und Karl Mayer hätte hier fast einen Fehlstart produziert. Und jetzt ist der Start erfolgt. Und Karl Mayer ist in Führung. An zweiter Stelle mit gelber Helmfarbe ist das Schneiderwind. An dritter Stelle in Blau Ellen Rassiter und Weiß Zaramella. Und Schneiderwind kann sich am Mayer vorbeischieben. Schneiderwind vor Karl Mayer. Runde wird angezeigt. In Führung Schneiderwind vor Mayer, Rassiter und Zaramella. Und 3 Punkte für den tschechischen Fahrer Schneiderwind, 2 Punkte für Karl Mayer, 1 Punkt für Ellen Rassiter und ohne Punkte geht hier Zaramella aus. Nummer 4 sehen wir mit gelber Helmfarbe Hans Nielsen, in Weiß Kelly Moren, in Blau Conny Iverson und in Rot Neil Collins. Und mit einem Blitzstart kann sich Hans Nielsen an die Spitze setzen. An zweiter Stelle ist Neil Collins, dritter Kelly Moren.
Aber nun kommt Kelly außen. Aber Collins kann sich noch behaupten. Und überragt in Führung schon Hans Nielsen. Die Runde wird angezeigt und Kelly Morin zeigt hier schon ein schönes Willi auf der Ziellinie. Und fantastisch, sehen Sie sich Hans Nielsen an. Man sieht, er hat Freude. Und es siegt den vierten Durchgang Hans Nielsen vor Neil Collins, an dritter Stelle Kelly Morin und Conny Iverson ist ausgefallen an diesem vierten Lauf. Und im nächsten Lauf sehen wir wieder Hans Nielsen am Start, sowie mit blauer Helmfarbe Jiří Štancl, in weiß Andy Bösner und in gelb sehen wir Zaramella. Und mit roter Helmfarbe, wie gesagt, Hans Nielsen. Und der Start ist erfolgt und wieder setzt sich Nielsen an die Spitze. Gefolgt von Jiří Štancl. An dritter Stelle kann sich, wir werden es gleich sehen, an dritter Stelle ist platziert Andy Bösner und letzter Zaramella. Und für den jungen Nachwuchsfahrer Andy Bösner ist das natürlich eine besondere Anspornung, hier in diesem Weltklassefeld gute Figur zu machen. Und wie wir sehen, macht er doch eine gute Figur. Wunderschön fährt Hans Nielsen nur auf einem Rad durch das Ziel. An zweiter Stelle platziert ist Jiří Štancl, an dritter Stelle Andy Bösner und ohne Punkte bleibt Zaramella. Im sechsten Lauf sehen wir am Start mit roter Helmfarbe Conny Iverson, in blau Schneiderwind, in weiß Schomorin und in gelb Lubomir Jedek. Schomorin setzt sich an die Spitze. An zweiter Stelle ist Jedek. Und an dritter Stelle Conny Iverson. Aber außen mischt sich jetzt Schneiderwind in das Geschehen. Jedek, Iverson und Schneiderwind. Und Iverson kann an Jedek vorbeiziehen, aber dieser kontert. Das ist natürlich schon ein fantastisches Speedway. Und Iverson nun an zweiter Stelle, an dritter Stelle Jedek und letzter nur Schneiderwind. In Führung Joey Morin. Letzte Runde wird angezeigt. Siegt in Heat Nummer 6
Schomarin, an zweiter Stelle Conny Iverson, an dritter Stelle Lubomir Jedek und ohne Punkte Zdenek, Schneiderwind. In Lauf Nummer 7 kommen an den Start mit gelber Helmfarbe Simon Wick. In Weiß sehen wir Freundorfer, in Blau Neil Collins und in Rot Ellen Rassiter. Rassiter, Neil Collins, Freundorfer und Simon Wick. Am besten kommt weg Simon Wick. An zweiter Stelle ist Neil Collins. Simon Wick in Führung, vor Neil Collins, an dritter Stelle Ellen Rassiter und letzter Freundorfer. Die letzte Runde wird angezeigt und Simon Wick kommt schon durchs Ziel, auch mit einem wunderschönen Willi. Das Publikum wird hier regelrecht verwöhnt. An zweiter Stelle Neil Collins, dritter Ellen Rassiter und ohne Punkte bleibt Freundorfer. Startaufstellung zu Heat Nummer 8. In Rot sehen wir Michael Datzmann. In Blau sehen wir Toni Olsen, in Weiß Karl Mayer und in Gelb Kelly Moren. Und den besten Start hat Karl Mayer. An zweiter Stelle Toni Olsen, nun kommt außen Kelly Moren. Kelly Moren zweiter. Und Toni Olsen greift Kelly Moren wieder an. Das ist natürlich super Speedway. Karl Mayer in Führung. Nun kann sich Moren durchsetzen. Moren an zweiter Stelle. Kelly Melli hat er auf seinem Overall stehen und er ist immer für ein Späßchen aufgelegt. Er ist immer freundlich. Und man merkt, auch ihm macht es hier großen Spaß zu fahren. Letzte Runde wird angezeigt. In Führung Karl Mayer vor Kelly Moren, Toni Olsen und Michael Datzmann ist soeben ausgefallen. Wieder ein Willi. Ein Willi für das Publikum. Und da wir im ersten Rundgang durch das Fahrerlager die Amerikaner noch nicht filmen konnten,
sind wir in der Schläfenpause zu ihnen gegangen und haben sie ein bisschen beobachtet. Den Vertretern des MSC Ganghofen. Sie sind überall dabei. Immer wieder treffen wir sie. Nun kommen wir zur Lauf Nummer 10. Am Start sehen wir mit roter Helmfarbe Karl Mayer, in Blau Andy Bösner, in Weiß Neil Collins und in Gelb Shaw Moran. Der Start ist erfolgt und in Führung setzt sich der amerikanische Speedway-Greg Shaw Moran. An zweiter Stelle Karl Mayer. Dritter Andy Bösner und an letzter Stelle nur Neil Collins. Beginnt Neil Collins Andy Bösner anzugreifen. Und außen kann er an Bösner vorbeiziehen. Neil Collins nun an dritter Stelle platziert. In Führung Shaw Moran vor Karl Mayer. Und mit einem Willi fährt Joey übers Ziel. An zweiter Stelle Karl Mayer, an dritter Stelle Neil Collins, ohne Punkte Andy Bösner. Nun kommen wir zur Lauf Nummer 11. In roter Helmfarbe sehen wir Toni Olsen, in Weiß Simon Wick, in Blau Zara Meller und in Gelb Conny Iverson. Und Simon Wick hat den besten Start. An zweiter Stelle kann sich Conny Iverson platzieren, an dritter Stelle Toni Olsen. Letzter nur Zara Meller. Und Toni Olsen kann nun an Iverson vorbeiziehen. Und auch Zara Meller kann vorbeikommen. Und er attackiert nun Toni Olsen. Und außen kommt wieder Iverson. In Führung Simon Wick vor Toni Olsen, Conny Iverson und an letzter Stelle Zara Meller. Letzte Runde ist angezeigt. Und Iverson versucht wieder an Toni Olsen heranzukommen. Und kann vorbeiziehen. Aber Toni Olsen kontert. Fantastisch, dieses Rennen. Und Iverson ist wieder vorne. Ganz knapp kann er als Zweiter das Ziel überqueren. Es siegt Simon Wick. An zweiter Stelle Conny Iverson. An dritter Stelle Toni Olsen. Und ohne Punkte Giorgio Zara Meller. Ein sicher super Lauf, dieser 11. Lauf. In Lauf Nummer 12 kommen mit roter Helmfarbe Hans Nielsen an den Start. In Blau sehen wir Michael Datzmann. In Weiß Zdeněk Schneiderwind. Und in Gelb Freundorfer.
Nielsen, Michael Datzmann, Schneiderwind, Freundorfer. Freundorfer produziert hier einen Fehlstart. Er ist mit beiden Rädern über der Startlinie gewesen und darf nicht mehr zum Wiederholungslauf antreten. Und mit einem Blitzstart setzt sich Hans Nielsen in Führung. An zweiter Stelle Schneiderwind. Und an dritter Stelle Datzmann. Nur auf einem Rad fährt Hans Nielsen durch das Ziel. An zweiter Stelle Schneiderwind und an dritter Stelle Michael Datzmann. Im nächsten Lauf kommen an den Start mit roter Helmfarbe wieder Freundorfer, in Blau Karl Mayer, in Weiß Conny Iverson und in Gelb Jerzy Stanzl. Start hat Freundorfer. Freundorfer hat den besten Start. An zweiter Stelle Karl Mayer. An dritter Stelle ist Conny Iverson. Und Stanzl kann sich schon an die dritte Stelle vorschieben. Iverson letzter. Und Freundorfer nach wie vor in Führung vor Karl Mayer. Und nun beginnt Mayer zu attackieren. Freundorfer kann Mayer sicher in Schach halten. Freundorfer kann seinen ersten Sieg landen vor Karl Mayer, Jerzy Stanzl und Conny Iverson. In Lauf Nummer 14 sehen wir mit blauer Helmfarbe Hans Nielsen, in Rot sehen wir Joe Morin, in Weiß Toni Olsen und in Gelb Ellen Rassiter. Und wir werden sehen, Hans Nielsen und Joe Morin sind bis jetzt punktegleich, sie konnten alle beide ihre Läufe gewinnen und wir werden sehen, wer sich jetzt durchsetzen kann und in Führung zieht. So wie es aussieht, ist Hans Nielsen an der Spitze. Hans Nielsen, gefolgt von Joe Morin. An dritter Stelle dürfte sich Ellen Rassiter platzieren. An dritter Stelle Rassiter und letzter nur Toni Olsen.
Und Hans Nielsen schon überragend in Führung. Er zeigt hier seinen Gegnern, wer der Herr ist, wer Weltmeister ist. Ich glaube, es gibt derzeit keinen Speedway-Fahrer auf der Welt, der diesen Hans Nielsen besiegen könnte. So präzise, wie er fährt, so ruhig und so überlegen. Er siegt hier in Lauf Nummer 14 vor Schomorin an dritter Stelle, Ellen Resiter und ohne Punkte Toni Olsen. Lauf Nummer 15 sehen wir am Start mit blauer Helmfarbe Simon Wick. In Rot sehen wir Kelly Moren, in Weiß Denek Schneiderwind und in Gelb Andy Bösner. Den besten Start hat Simon Wick erwischt. An zweiter Stelle ist noch nicht sicher. Schneiderwind oder Kelly Moren. Kelly Moren setzt sich durch. Schneiderwind und letzter Andy Bösner. Und nun kommt außen wieder Schneiderwind. Die beiden auf gleicher Höhe. Schneiderwind jetzt mit Vorteil. Nun kommt wieder Kelly. Wieder schießt Kelly an Schneiderwind vorbei. Kelly Moren an zweiter Stelle. Und Andy Bösner kann sich an Schneiderwind heranschieben. Andy Bösner versucht an Schneiderwind vorbeizukommen, aber es ist nicht so einfach. Und uns freut es natürlich besonders, dass Andy Bösner hier doch mit den arrivierten Fahrern mithalten kann und nicht zu viel von der Spitze abfällt. Und es siegt Simon Wick vor Kelly Moren, an dritter Stelle Schneiderwind, ohne Punkte Andy Bösner. Wir kommen zu Lauf Nummer 16. Mit roter Helmfarbe sehen wir Giorgio Zaramella. In Blau sehen wir Lubomir Jedek. In Weiß Michael Datzmann. Und in Gelb Neil Collins. Und den besten Start hat Jedek. Und nun kommt außen, kommt Neil Collins, Jedek vor Collins. An dritter Stelle Zaramella. Michael Datzmann ist zurückgefallen an die letzte Stelle. Jedek vor Collins und Zaramella. Da
Caramella ist hier an zweiter Stelle. Er konnte sich an Collins vorbeischieben. Nun versucht Collins noch einmal eine Attacke. Und wer ist zweiter? Wer wird zweiter? Giorgio Caramella. Um Haaresbreite wurde er zweiter. An dritter Stelle Neil Collins, ohne Punkte Michael Datzmann. Und hier haben wir Jiří Štancl Junior, er ist 12 Jahre alt und er zeigt uns jetzt, was er von seinem Vater bereits gelernt hat. Die Maschine wurde von Jiří Štancl gebaut. Sie hat einen 100 Kubikzentimeter Motor der Marke Honda und wir werden sehen, was Štancl Junior uns jetzt zeigt. Und ganz beachtlich, was dieser Kleine hier schon an Drift herzeigt. Und es besteht kein Zweifel, er möchte mal in die Fußstapfen seines berühmten und erfolgreichen Vaters treten. Nummer 17, mit Rot sehen wir Jiří Štancl in Blau, Toni Olsen in Weiß, Neil Collins und in Gelb Schneider Wind. Den besten Start hat Toni Olsen, gefolgt von Schneiderwind, an dritter Stelle Jiří Štancl. Und Schneiderwind kann sich an die Spitze setzen. Und jetzt wieder in Führung Toni Olsen, vor Schneiderwind, an dritter Stelle Štancl und letzter Neil Collins. Štancl versucht hier an Schneiderwind vorbeizukommen, aber sein Landsmann macht es ihm nicht leicht. Schneiderwind wieder vor Štancl. Und jetzt kommt Neil Collins von innen. Er hat Jiří überrascht. Und es sieht in Lauf Nummer 17 an erster Stelle Toni Olsen, an zweiter Stelle Schneiderwind, dritter Neil Collins, ohne Punkte Jiří Štancl. Unser alter Freund Hans Vogt ist hier im Bild. Ihn treffen wir immer wieder auf allen Rennbahnen in ganz Europa. Im Lauf Nummer 18 kommen an den Start mit gelber Helmfarbe Kelly Morin, in Weiß Klaus Freundorfer, in Blau sehen wir Joe Morin und in Rot Giorgio Caramella. Schumarin setzt sich an die Spitze, gefolgt von Caramella, an dritter Stelle Freundorfer, der zweite Platz ist heftig umkämpft, Freundorfer setzt sich nun durch, er ist zweiter, aber wieder Konter Caramella, Caramella zweiter, dritter Freundorfer, letzter Kelly Morin. In Führung Schumarin. Kelly versucht nun an Freundorfer heranzukommen.
so wie es aussieht, muss Kelly mit dem vierten Platz Vorlieb nehmen. Freundorfer lässt sich nicht mehr überrumpeln. Sehr schön. Freundorfer, wirklich sehr schön. Ja, an dritter Stelle, an vierter Stelle Kelly Morin. Zweiter wurde Zaramella und Sieger in Lauf Nummer 18, Sean Morin. In Lauf Nummer 19 sehen wir am Start mit roter Helmfarbe Simon Wick, in Blau Karl Mayer, in Weiß Hans Nielsen und mit Gelb Lubomir Jedek. Hans Nielsen vor Simon Wick und an dritter Stelle Karl Mayer, letzter Jedek. So wie es aussieht, gibt es derzeit wirklich keinen Fahrer, der nur annähernd imstande wäre, Hans Nielsen zu schlagen. Auch in Lauf Nummer 19 Hans Nielsen, somit Punkte Maximum für Hans Nielsen. An zweiter Stelle Simon Wick, an dritter Stelle Karl Mayer und ohne Punkte Jedek. Zur Lauf Nummer 20. Mit roter Helmfarbe sehen wir Andy Bösner, in Blau Conny Iverson, in Weiß Ellen Rassiter und in Gelb Michael Tatzmann. Und den besten Start hat der Brite Ellen Rassiter. Conny Iverson konnte sich schon an die Spitze setzen. Er wird attackiert von Rassiter. An dritter Stelle fährt Andy Bösner. Und er fällt hier aus. Und Tatzmann kann sich an die dritte Stelle vorschieben. In Führung Conny Iverson vor Elon Rassiter.
somit ist der letzte Lauf, der 20. Lauf zu Ende. Es siegt Conny Iverson an zweiter Stelle, Rassiter, dritter Tatzmann, Bösner ausgefallen. Dann kommen wir zum Lauf um den Ehrenpreis der Stadt Neustadt. In Rot sehen wir Toni Olsen, in Blau Jesche Stanzl, in Weiß Simon Wick, in Gelb Karl Mayer, in Grün Schomoren und in Schwarz Hans Nielsen. Das Rennen geht über 6 Runden. Das war eindeutig ein Fehlstart. Startwiederholung, alle Fahrer am Start. Und Hans Nielsen. Hans Nielsen ist schon nach den ersten Metern in Front gestochen. An zweiter Stelle Karl Mayer, dritter Schomoren. An dritter Stelle Schomoren. An vierter Stelle mit Rot Toni Olsen. Fünfter können wir leider nicht erkennen. Und Simon Wick beginnt hier Toni Olsen zu attackieren. Es geht um den vierten Platz. Führung Hans Nielsen, an zweiter Stelle Karl Mayer, an dritter Stelle Schomoren, an vierter Stelle wird hart umkämpft zwischen Toni Olsen und Simon Wick und letzter ist nur Jerzy Stanzl. Er lässt seinen noch aktiven Fahrern den Vortritt. Und Hans Nielsen fährt als Sieger über die Ziellinie. Hans Nielsen an zweiter Stelle, Karl Mayer an dritter Stelle, Schomoren. Vierter wurde Simon Wick. Er konnte Toni Olsen noch auf den fünften Platz verweisen. Und letzter, Jerzy Stanzl. Wir kommen nun zur Siegerehrung des Jerzy Stanzl Abschiedsrennen. Überragender Sieger Hans Nielsen. Zweiter im Gesamtklassement wurde Schomoren und dritter Simon Wick. An vierter Stelle platzierte sich Karl Mayer, fünfter wurde Schneiderwind, sechster Toni Olsen. Lauter! Siegerehrung möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, das Rennen hat Ihnen gefallen. Und ich persönlich möchte noch anschließen. Alles erdenklich Gute für Jerzy Stanzl und viel Erfolg bei seiner Arbeit mit dem Nachwuchs.